Was motiviert dich? Motivation ist für mich der Wille, ein Ziel erreichen zu wollen, also etwas zu schaffen. Motivation hat für mich viel mit dem Willen zu tun. Wenn man etwas wirklich will, dann hat man noch Motivation dazu. Sei es Motivation im Sport oder so, dass ich gewinnen will, dann bin ich motiviert. Und an sich ist dann ja Gewinn mein Ziel. Und deswegen handle ich halt so motiviert, damit ich gewinne. Und ich denke mal, das kann man halt auch auf andere Weisen so ein sehen. Ein Grund, morgens aufzustehen und was zu erledigen, was ich tun möchte und auch die Dinge zu schaffen, die ich eigentlich nicht machen möchte. Weil ohne Motivation würde das gar nicht funktionieren. Und oft gibt es halt Sachen, die wir tun müssen, die wollen wir nicht so wirklich tun. Und dann fällt es einem auch schwerer, da Motivation für aufzubauen. Deshalb finde ich es ziemlich wichtig, immer ein Ziel vor Augen zu haben. Um meine Wünsche und Ziele, die ich im Leben habe, zu verfolgen, nehme ich halt Motivation mit. Also beziehungsweise, wenn ich daran denke, meine Wünsche und Ziele zu erreichen, motiviert mich das. Und das ist halt auch quasi mein Beweggrund oder sind meine Beweggründe, die mich halt dazu führen, dass ich handle. Also jeder von uns, also jeder Mensch hat eine Motivation, aber viele haben diese Motivation nicht immer vor sich, also sie verdrängen sie oder wollen diese Motivation überhaupt nicht besitzen. Eigentlich kann jeder diese Motivation irgendwie aktivieren, wie so ein Schalter im Kopf. Motivation ist, einen persönlichen Lebensweg zu besitzen und diesen zu verfolgen. Motivation lässt sich meinen persönlichen Lebensweg beschreiten. Doch gleichzeitig bin ich auch nur motiviert, weil ich einen Weg verfolge und somit Ziele und Träume habe. Es gibt in meinen Augen die Möglichkeit, sich selbst zu motivieren und somit einen Schlüssel zu der Tür zu erlangen, hinter der sich deine ganzen Wünsche, Vorstellungen und Träume verbergen. Was ist Motivation eigentlich? Ist das ein Gefühl oder ein Zustand? Wir alle streben danach, ob das auf der Arbeit ist, ob das zum Beispiel beim Erlernen eines neuen Musikinstruments ist oder ob es einfach nur ist, sich in seiner derzeitigen Lebenssituation glücklich zu fühlen. Ich habe übrigens ein Thema über Glück gemacht, das ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Im Grunde fasse ich das persönlich als Streben nach großer Kompetenz, mehr Selbstbestimmung und geordneteren Sinnzusammenhängen zusammen. Doch welche davon machen dauerhaft überhaupt Sinn? Im Optimalfall möchten wir doch alle ein ehrliches und gerechtes Leben führen. Jeder bevorzugt innerliche Freude anstelle von Schmerz oder Liebe anstelle von Hass. Was wir also versuchen durch die Motivation zu erreichen, ist, einen persönlichen Mängel, einen Mängelzustand zu verlassen, um dadurch in einen erfüllteren und glücklicheren Zustand zu erlangen. Auch bei diesem Thema berufe ich mich einmal auf den Philosophen Platon, der meiner Meinung nach eine sehr strukturierte und übersichtliche Art und Weise von Erklärung der Motivation niedergelegt hat. Im Grunde genommen haben wir jetzt über zwei Zustände geredet. Einmal den negativen Zustand, in dem man einen Mängel aufweist, und den Zustand, in dem wir uns eben glücklich und erfüllt fühlen. Platon beschreibt aber diesen ganzen Ablauf noch mit einem mittleren Zustand. Der mittlere Zustand, auch der neutrale Zustand. Denn es gibt eben noch einen Zustand, der eben nicht glücklich oder unglücklich ist, in dem wir uns wohl oder unwohl fühlen. Der Zustand lässt uns oft langweilig fühlen, denn wir haben unsere tatsächliche Freude zu dem Zeitpunkt noch nicht erreicht. Wir sind aber auch eigentlich nicht wirklich unglücklich. In dem Zustand des Unglücks versuchen wir eben motiviert, diesem Zustand zu entkommen, um unseren Zustand in ein Gleichgewicht zu bringen. Find your balance.
Der Motor für diesen Zustandswandel ist eben auch ein Mangel, den wir in unserem Leben zuweisen können. Das bedeutet, wir wollen diesem Mangelzustand entweichen und einen glücklicheren Lebenszustand erlangen. Das ist die eine Möglichkeit und sie nennt sich weg von. Weg von hier. Das passt ganz gut, denn ne? Wir wollen eben aus dem Negativen weg ins Glücklichere. Platon spricht aber ebenfalls von einem zweiten Zustand, der nicht weg von heißt, sondern hinzu. Das bedeutet, wir befinden uns jetzt zu dem Zeitpunkt schon in einer Lebenssituation, in der uns das eigentlich gut geht. In diesem Zustand befinden wir uns in einem beliebigen, ausgeglichenen Zustand, in dem wir uns trotzdem zu etwas angezogen fühlen. Jede Motivation ist also ein Versuch, dem Übel zu entkommen, um somit in einen neutralen, eben dem mittleren Zustand, zu gelangen. Jetzt mal hands down. Für mich ist Motivation eines der wichtigsten Dinge, die es gibt. Ohne Motivation könnte ich am Tag nicht das schaffen, was ich mir vornehme, könnte ich in einem Jahr nicht schaffen, was ich mir vornehme und ich könnte mir nichts vornehmen. Motivation lässt mich glücklich sein und Motivation gibt mir die ganze Kraft und Energie, die ich habe und die ich in meine Familie und meine Freunde und ganz besonders in mich stecken möchte. Jeder Mensch kann selbst entscheiden, wie viel Motivation er oder sie an den Tag legen möchte. Jeder Mensch kann seine Motivation aus den unterschiedlichsten Dingen hervorzaubern. Sei es nur das Strahlen der Sonne. Sei es nur den täglichen Sonnenaufgang. Sei es vielleicht das Lächeln des Passanten. Oder vielleicht doch ein finanzieller Erfolg. Solange wir Motivation haben, solange wollen wir Dinge schaffen und erschaffen. Motivation steckt an. Umgib dich mit einem Umfeld, welches motiviert ist, Dinge zu tun,